Gerade du spielst ja schon eine gefühlte Ewigkeit hier in Cottbus, aber ganz so ewig ist es dann doch nicht. Wie lange ist es denn genau? Das halbe Dutzend, wie ich das letztens gesagt habe. 6 Jahre sind es, ich glaube, seit gestern. Und ja, ich hoffe, dass noch das eine oder andere Jahr noch dazukommt. Und es macht Spaß. Wie gesagt, wir haben noch Ziele vor uns und die möchte ich gerne erfüllen. Wie ist denn so deine Stimmung? Du hast ja so den ein oder anderen Trainer schon erlebt, Dampfplauderer darunter, eher dann die ruhigen auch. Und wie ist denn so dein Gefühl vorm Start in die Rückrunde? Ja, ich meine, jeder Trainer hat seine Vor- und Nachteile und man macht ja keinen. Also ich bin nicht so ein Typ, der die Trainer dann schlecht macht, wenn sie wechseln. Ich denke, dass wir mit vielen Trainern, die hier waren, oder mit allen Trainern Erfolg hatten, das mit Sander war, dass wir aufgestiegen sind oder ob das mit Paschika war, die Klasse gehalten haben. Oder Pele Wollitz, der mir damals nach der schweren Verletzung die Chance gegeben hat, wieder Fuß zu fassen. Und ja, jeder Trainer hat seine Stärken und ich denke, dass Rudi Bommer ein Typ ist, der wie auch Patrick Sander auf Disziplin Wert legt und auf Ordnung. Und ich denke, wo uns jetzt eine Hierarchie gebildet wird. Und ich denke, dass wir das jetzt bis jetzt gut umgesetzt haben. Aber zwischen Freundschaftsspielen und Punktspielen ist ein riesen Unterschied. Und am Montag geht es dann endlich los. Ich hatte nach dem Gefühl gefragt, hast du ein gutes Gefühl? Also so auch vom Team-Feeling, so unter den Mannschaftskollegen, unter den Mitspielern? Ja, natürlich. Ich meine, da hofft sich immer von den Trainer mal einiges. Und ich denke, das, was wir bis jetzt erlebt haben, das kommt gut rüber. Ich denke, dass es die Mannschaft gut umgesetzt hat bis jetzt. Und ich bin froh und mutig, dass wir das am Montag umsetzen können. Es gab ein tolles Interview. Ich habe das mit großer Freude und Spannung gelesen in den letzten Tagen mit Ihnen in der Lausitzer Rundschau. Haben Sie mal so ein bisschen erzählt, wie das damals war, vor 6 Jahren, als Sie hier zur Energie Cottbus kamen, also damals 2022, 2023. Und da haben Sie, ich darf das mal kurz zusammenfassen, erzählt, es war kein Zuckerschlecken. Vor allen Dingen der legendäre Torwart Tomislav Piblitzer war nicht sofort mein Freund. Erzählen Sie mal für alle, die das Interview verpasst haben in der Lausitzer Rundschau, wie ging es denn damals ab? Nein, ich denke, dass wir uns schon gut verstanden haben, aber zwischen Privat und Training oder das, was auf dem Trainingsplatz passiert, ist schon mal, da geht es um die Sache, es geht um die Stammplätze und wenn ein junger Spieler, wie ich damals, sich gespurt hat, da kam schon mal der Pippi an und hat dann mit seinen langen Fingern da mal eingegriffen und ist auch gut so. Ich denke, dass das die jungen Spieler auch brauchen. Für mich war das damals sehr lehrreich und ich denke, dass das eine gute Erfahrung war. Für mich dann gab es noch, danke, ich will noch die Geschichte, muss ich erzählen, für alle, die es nicht gelesen haben. Dann kamen sie rein und haben einen Massagetermin gehabt und lagen da schon auf der Bank und dann kam Tomislav Piblitzer rein, der hatte keinen Termin. Wie ging das dann weiter? Naja, er hat immer so gesagt, dass man ab 28 erst Massagetermin anmelden sollte. Alles, was vorher ist, gibt es Tabletten und sonst was. Also, ich denke, er hat das auch ein bisschen mit Schmunzeln gesehen, aber ist schon so, dass heutzutage dann die 17- oder 18-Jährigen schon auf der Massagebank liegen und die Eltern warten müssen. So kann es natürlich nicht sein. Aber gut, für Pippi war immer ein Spaß zu haben und das haben wir uns angenommen. Er wurde dann massiert. Machst du das heute genauso wie Piblitzer damals bei den Jungs? Nein, ich bin nicht so. Ich meine, ich liege auch relativ viel auf der Massagebank, weil aufgrund von meinen Knien, ja, wo ich ein bisschen vorgeschädigt war. Ich denke, dass der Philipp, wenn er dann dran ist, ein Lied davon singen kann, dass ich schon mehr Pflege brauche als die anderen. Und ja, die brauche ich natürlich auch, um hundertprozentig fit zu sein. Aber die Jungspieler genauso, weil ich denke, dass der Fußball schon sehr athletisch und schneller geworden ist. Und da sollen die Jungspieler genauso massiert werden wie die Alten. Wir fragen in der Sendung, und bitte verraten Sie das nicht, nach dem Geburtsort Ihres neuen Trainers, Rudi Bommer, wenn Sie den Geburtsort wissen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, dann jetzt sofort an den Computer eine Mail schicken an lr-online.de/Bommer, Geburtsort, dann können Sie 2 VIP-Tickets gewinnen für das erste Heimspiel in diesem Jahr am 10. Februar gegen Alemannia Aachen. Ihr Geburtsort liegt in Brandenburg, obwohl Sie nie einen Hehl daraus gemacht haben, dass Sie ein gebürtiger Sachse sind. Das müssen Sie mal erklären. Wie denn nun? Was nun? Sachse oder Brandenburger? Also ich bin geborener Preuße, aber lebend in Sachsen. Also es war so damals so, dass ich in Gröditz, wie gesagt, gelebt habe, wie gesagt, meine Mutter damals schwanger wurde logischerweise und dann nicht nach Gröditz, wo ich praktisch da gelebt habe, geboren wurde, weil es damals ein Krankenhaus gab und musste damals mit dem Krankenwagen nach Elsterwerda fahren und deshalb bin ich geborener Preuße. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Ja, genau. Wir hatten vorhin über das Gerangel an der Massagebank gesprochen. Ist es denn wirklich so, dass man beim Fußball so ein bisschen Ellenbogen braucht, also auch in der Mannschaft sich durchzusetzen? Ist das manchmal auch ein ziemlich hartes Geschäft? Es ist eine Leistungsgesellschaft. Ich meine, alles, was auf dem Platz passiert, muss man sich hart erkämpfen. Der Trainer hat meistens 25 bis 30 Spieler zur Verfügung.
Wir können im Endeffekt nur 11 spielen und meistens ist es so, dass die Positionen alle doppelt besetzt werden. Und wie gesagt, ja, es geht um viel Geld. Wir haben nur eine begrenzte Zeit, Fußball zu spielen, wo man auch das nötige Geld verdienen will. Man will spielen, man will in der Öffentlichkeit, man will sich zeigen am Wochenende. Und das ist natürlich entscheidend. Dann braucht man schon Ellenbogen, dann muss man sich durchsetzen, Woche für Woche, um die Leistung dann zu bestätigen. Wie läuft das vor dem Spiel ab? Das interessiert mich einfach. Wie läuft das vor dem Spiel ab? Wann erfahren Sie, ob Sie im Kader sind oder nicht? Wann geht der Trainer da mit einem schmalen Stuhl raus? Ja, meistens den Tag vorher. Nach dem Abschlusstraining steht meistens immer der Kader fest. Und dann meistens dann 2 Stunden, 3 Stunden, kommt drauf an, wird dann eine Spielanweisung gemacht, wird sich auf den Gegner vorbereitet, wird die eigene Aufstellung bekannt gegeben und dann weiß man zu 100%, ob man spielt oder nicht, obwohl man ja eigentlich schon die ganze Woche drauf trainiert, wer wo zu spielen hat, gegen wen zu spielen hat und wenn man ein bisschen das Gespür hat, dann weiß man das. Sagt Daniel Ziebig, der, ich gehe mal davon aus, auch am Montag beim Trainer wieder links in der Viererkette stehen wird. Gehe ich aus, ja. Davon geht er aus. Und deswegen geht er zurecht seit 6 Jahren. 2 Kreuzbandverletzungen. Immer wieder hat er sich auf eben diese Position gekämpft und alle anderen weggebissen. Dann ziemlich alles Gute auch für den Rest der Saison und vielleicht für das, was dann im nächsten Jahr hier noch möglich ist. Dankeschön. Alles Gute auch von mir.